So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Open Rails hier auf Kais Retro Games. Heute mit der Baureihe 480 auf der S25 von Telto Stadt nach Richtung Yorkstraße. Ich habe in Rail Arts Halle Berlin bzw. Berlin Halle gesehen, dass neben der Strecke einher S-Bahn-Gleise verlaufen und Züge regelmäßig verkehren. Dabei dann, wie geil ist die Nummer denn? Da müsste man doch glatt mal fahren können. Und Gott sei Dank, unter den Streckenpaths war das notwendige Material für den Zugverkehr dabei. Und somit nach ein bisschen Spielerei hier ein paar Kleinigkeiten ohne Probleme zum Laufen gekriegt. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt endlich auch ein Stück weit S25 fahren. Für den Rest der Strecke Richtung Hennigsdorf bräuchte man die Nord-Süd-Strecke, aber leider Gottes die Tunnelunterführung ist hier nicht mit bei. Aber das macht nichts. Wenigstens kann man das Stückchen bis Yorkstraße fahren, ist ja auch schon was wert. Vom Gedanken für den Zug her hat mich getrieben, dass ich gesagt habe, okay, 481 ist jetzt nicht so toll, da ist auch nicht viel daran animiert in dem Fall, deswegen wollte ich nicht unbedingt jetzt diese Wagen fahren, aber dann gesagt habe, okay, welchen Zug nehmen wir da am besten, wer hat hier 25 als Beschilderung und der 480er kann man direkt in den 10, der passt auch wunderbar dazu. Und zumal ist es eine Hommage an die glorreiche Zeit, als noch Toaster auf der Südbahnstrecke verkehrten. Ja, wie gesagt, also wunderschön, dass wir hier wirklich so weit und frei fahren können. Schön, dass die S25 auch ein Stück weit bedienbar ist in MSTS. Das ist echt schön. Da kommt Freude auf, dass man das kann. So, dann geht's auch schon direkt weiter in die Ostdorfer Straße. Als nächste Station gehen wir ein bisschen Stoff, dass wir vorankommen. Und ich hoffe, dass mit dem Programmieren vom KI-Verkehr hat es so geklappt, wie ich mir denke, dass es klappen soll. Ich hoffe es. Weit werden wir noch vorrollen, weil wir passen da noch nicht so ganz her. Ist noch nicht okay so, ja, jetzt. So, damit willkommen an der Station Ostdorfer Straße. Neben einem 481er, der da unbeschildert wartet, warum auch immer unbeschildert. Naja, vielleicht ein Aussetzer.
wer weiß, liegen geblieben. Wir wissen es nicht. Für uns geht es dann direkt weiter in Richtung Lichterfelde Ost. Aber absolut herrlich, dass man die S25 hier an der Stelle auch mal spielen kann. Das ist echt schön, also das macht schon Freude. Noch ein Zug? Faszinierend. Ich glaube, da gibt es auf der anderen Seite eine Störung, weswegen die Züge da so stehen. Wäre mein Verdachtsfall. Ich glaube, da gibt es irgendeine signaltechnische Störung. Es schaut auf jeden Fall so aus danach. Ob es so ist, keine Ahnung, wissen wir nicht. Wir können nur spekulieren. Stationsnamen noch mal lesen, da Berlin-Lichterfelde Ost. Das hätte immer doppelt kommt an der Stelle. So, dann geht's auch schon direkt weiter in Richtung Südende.
Möglichkeit, durch West-Berlin zu fahren. Weil ich jetzt doppelte drücke, damit der Zug stehen bleibt, deswegen hat es jetzt doppelt gepiept. So, wir sind jetzt an der Station Südende. Die finde ich sehr schön gemacht. Also die sieht wirklich sehr authentisch aus. Halt eben auch mit dem Wohnbau daneben. Wirklich herrlich schön. Passt doch schön mit dem Schild zu Henningsdorf, Teltowstadt. Wunderbar, das passt herrlich. Also, in dem Punkt muss man ja wirklich mal loben. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. So, tue ich hier zu. Weiter geht's in Richtung Südkreuz. Der Weg ist ja auch noch dazwischen, stimmt. Tatsache, ja, die Station Priesterweg kommt ja auch noch dazu. Stimmt, da war doch was. Damit geht es jetzt auch dann schon relativ zügig weiter in Richtung Südkreuz. Mal schauen, wie weit der kommt bei dem S-Bahn-Stau, der da hinten herrscht. Nächste Station, Südkreuz, ehemals Papestraße. Thank you.
ehemalige Bahnhof Papelstraße. Oben sehen wir gerade die Ringbahnhalle. Während der Ausfahrt. Station unserer heutigen Route, halt eben auf Yorkstraße. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Halt eben schön, dass es diese Route jetzt hier auch gibt. Muss man dazu sagen, auch ich habe es vorher nicht gewusst, dass man das fahren kann. Jetzt weiß ich es. Ich hoffe, ihr auch. Ja, wenn ihr Wünsche, Anregungen habt, bitte sowas alles rein in die Kommentare, bitte. Das wäre ganz lieb. Ja, für spontane Ideen und so weiter. Wie gesagt, genau das gleiche Spiel. Wenn das jetzt Video gefällt, dann ganz klar ein Däumchen mal nach oben geben. Das wäre ganz lieb. Gibt mir auch mal wunderbares Feedback, wenn nicht, natürlich ganz klar dann. Und den Abonnieren auch nicht vergessen, damit man immer auf dem Laufenden ist, immer auf dem neuesten Stand. Und verpasst nichts, was hier in der Entwicklung ist, beziehungsweise was zum Zeigen da ist. Ich sage dann danke an der Stelle, vertschüsse mich in die Sendezentrale und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.